2008 ist für die Firma Rupkäse doppelter Anlass zum Feiern. Zum einen feiert das Unternehmen 100-jähriges Jubiläum, zum anderen wurde nun die neue Produktionsstätte in Hörbrands fertiggestellt. Nicht ohne Stolz und mit einem guten Gefühl verwies Josef Rupp am Freitag auf die Erfolgsgeschichte seiner Firma. Ein gutes Gefühl, auf der einen Seite natürlich stolz, stolz für das, was unser Team, die Teams in der Vergangenheit geschaffen hat. Auf der anderen Seite aber natürlich, wenn man dieses Rückblick zieht, auch mit dem Gefühl der Verantwortung, was machen wir, wie machen wir das in der Zukunft, dass es in 100 Jahren wieder eine Feier geben wird. Mit dem neuen Gebäude wurde klar ein Bekenntnis zur Region abgegeben und man ist nun auch für ein künftiges Wachstum bestens vorbereitet. Wir haben in etwa 20 Millionen Euro an Investitionssumme hier verbaut. Das ist der Grund nicht enthalten. Wir haben knapp 30.000 Quadratmeter Grund hier, ein Hochregallager, das von der Vorarlberger Firma LTW errichtet wurde, sehr erfolgreich errichtet wurde mit 6.000 Palettenplätzen. Wir haben eine Kapazität von ca. 40.000 Tonnen. Und was für uns ganz wichtig ist, wir haben die Möglichkeit, die Produktion und auch die Lagerflächen praktisch zu verdoppeln, ohne irgendwas am Betriebsfluss, am Materialfluss ändern zu müssen. Also wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum für sehr, sehr viele Jahre. Viel wichtiger allerdings als der Standort und das Gebäude sind die Mitarbeiter, die das Unternehmen in all den Jahren zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wie ich glaube, bei allen erfolgreichen Unternehmen, es geht um Menschen und es geht um motivierte Mitarbeiter und es geht um Teams. Und die müssen gerne zu uns ins Unternehmen kommen und müssen gerne mit uns das Unternehmen weiterentwickeln können. Und da bin ich ganz stolz, dass wir wirklich ein tolles Team haben und das macht mich auch sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft.